Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Unboxing der Little Big Bites. Und die sehen so aus. Und da sind kleine süße Tiere drin versteckt. Man muss den Finger reinstecken und dann beißt es zu, aber nicht zu doll. Und dann sieht man, was drin ist und was einem gebissen hat. Und das ist echt super spannend. Ich habe gerade schon 5 Stück davon ausgepackt. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut da unbedingt auch noch vorbei. Und ich hatte nichts doppelt. Und ich habe jetzt hier nochmal 5 Stück. Und die habe ich von Hasbro zugeschickt bekommen. Und super, ich freue mich mega. Ich liebe es, Spielsachen auszupacken und auszuprobieren. Und bedanke mich da wirklich richtig doll. Das war so ein mega Paket, was da angekommen ist. Der Wahnsinn. Und das ist hier die Series One, ist ab 4 Jahren. Und es ist auch immer ein kleines Accessoire mit dabei. Und ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Und mal schauen, ob ich was doppelt habe oder wieder 5 verschiedene. Ich bin schon aufgeregt und legen wir gleich los. Hier oben ist noch verschlossen. Das kann man abtrennen, aber ich schneide das schnell auf. Hab die Schere schon da. Dann kann man hier schon ein bisschen was sehen. Mal gucken, was das gleich ist. Es geht los. Oh oh. Oh, das hat einen festen Biss. Ah, was ist das? Ein kleiner Affe? Ist das ein Affe oder ein Schaf? Ein Pferd? Was ist das? Oh, das... Oh, Leute, also das... Ja, hier, ich würde sagen, die Zahnspange, die hilft was. Oh, lässt gar nicht mehr los hier. Was ist das? Ist das... Es hat kleine Hufen... es könnte ein Pferd sein. Oder ein Schaf. Das hat so lockiges Fell irgendwie. Wir gucken nach. Also, ich habe auf jeden Fall das hier. Als Accessoire wird eine Popcorn-Tüte mit dabei sein, schätze ich. Und ich weiß nicht genau. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was könnte das sein? Was ist das? Ein Pferd? Ein Schaf? Ich weiß es nicht. Schauen wir uns das Accessoire an. Das ist hier versteckt. Das schneide ich auch auf. Und mit diesem Accessoire, das ist so wie eine kleine Angel, kann man dann auch die Tiere rausholen, wenn man sich nicht traut, den Finger reinzustecken. Aber das tut nicht weh. Ja, und hier ist die süße Popcorn-Tüte. Gefällt mir. Ich liebe ja alles, was mit Essen zu tun hat. Und habe mir gerade mal noch ein bisschen Nagellack drüber gegeben. Durch das ganze Abknippeln, Aufmachen hat er doch schon ein bisschen gelitten. Und ich habe noch viele weitere Videos gerade abgedreht und Sachen ausgepackt. Und das war sehr spannend. Aber vielleicht habt ihr es schon gesehen, vielleicht werdet ihr es noch sehen. Kommen wir zum nächsten. Es geht los. Oh oh. Oh, wie süß. Oh, was ist das? Oh, schaut mal, wie süß. Oh, das ist aber auch. Mein Gott. Ist das ein Wal? Oh, wie süß. Der sieht echt super niedlich aus. Ja, der ist was für mich, der gefällt mir. Kommen wir zum Accessoire. Was könnte das sein? Ein kleiner Fisch vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Okay, was ist das? Ein Diamant? Cool. Das ist schön. Gefällt mir. Dann das nächste. Nummer 3. Also bisher habe ich noch nichts doppelt. Gucken wir mal. Boah. Oh, wie cool.
Ich kann es schon von der anderen Seite sehen. Oh, der ist aber schön. Der hat richtig schöne Farben. Oh, ein kleines Küken. Oh, der ist ja wirklich super schön. Wow, der ist toll. Und der ist hier nochmal ein bisschen stabilisiert mit so einem, ja, mit so einem bisschen Plastik hier. Ich denke, weil der so ein bisschen schwach vielleicht auf den Füßen ist. Schauen wir mal das Accessoire an. Was könnte das denn jetzt sein? Was ist denn so ein Vogel gerne? Eine Ananas? Wirklich? Ist ja süß. Die ist cool, die Ananas. Muss man ein bisschen drücken, weil das so leicht ist. Tada! Ja, ihr wisst Bescheid. Das nächste hier, Nummer 4. Oh mein Gott, schon das vorletzte. Nein. Was ist das? Oh, ja. Der gefällt mir auch super gut. Ein Drache. Oh, ich bin so aufgeregt. Es kommt bald die letzte Staffel Game of Thrones raus. Und ich, oh Gott, die letzte Staffel schon. Ja, ich bin schon voll aufgeregt. Ich liebe Drachen, ich liebe Dinos. Und das gefällt mir. Oh, der hat einen starken Biss hier. Der sieht auch ein bisschen crazy aus. Ja. Schauen wir uns das Accessoire an. Was könnte das denn sein? Feuer? Vielleicht? Ja. Ach, hier kann man ja aufmachen. Ach gut, dass ich es jetzt beim vorletzten sehe. Naja. Besser spät als nie. Okay. Ein Wikingerhelm? Nicht schlecht. Das finde ich cool. Ja, passt. Oh nein, kommen wir zum letzten. Ich guck erst mal, was hätte ich denn noch als letztes gerne drin? Ich hätte gerne das Einhorn. Hier, natürlich. Natürlich hätte ich wieder gerne das Einhorn. Ansonsten auch cool wäre, es sind alles süß, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, die kleine Schildkröte vielleicht. Ja. Schauen wir mal. Hab's wieder aufgeschnitten. Oh, okay. Ah! Ein kleiner Alien. Der ist ja aber auch süß. Der ist echt. Oh. Voll die großen Glubschaugen und der Vorbiss. Naja, wer weiß. Nicht schlecht. Was könnte das Accessoire aber von einem Alien sein? Habt ihr eine Idee? Was könnte das sein? Alles klar. Was ist das hier? Eine Laserpistole? Ist ja witzig. Oh Mann, ja, wieso nicht? Ist cool. Mit seiner kleinen Untertasse hier. Niedlich, ja. Ich habe 10 verschiedene Little Big Bites gehabt. Hammer! Ich bin ein bisschen traurig, dass das Unboxing schon fertig ist, aber ich freue mich, dass ich 10 Stück bekommen habe und doch, war spannend, hat mir Spaß gemacht. Wenn ihr gerne irgendetwas anderes ausgepackt mal sehen wollt, egal was es ist, es kann auch was zum Essen sein, also
ein Überraschungsei zum Beispiel oder so. Da gibt es ja auch immer verschiedene Themen und große, kleine, wie auch immer. Oder keine Ahnung, schreibt mir einfach, was euch interessiert. Ich liebe Unboxings jeglicher Art. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Am besten beides. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.